Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft, Vizibis, Infinity Evolve, Expert Mode, Skyblock. Bei der Folge Nr. 11, 11, ne? Vor ihr seht ihr euch den Bling Bling durch, ne? Schöne Golden Chestplate. Ja, in der Mobfarm hat ein Zombie eine halb kaputte Chestplate-Dropship. Komm, siehst du mal an. Ich war offscreen wieder tätig. Ich habe hier jetzt mal zwei harten Portable Tanks gemacht und naja, trotzdem haben wir noch ein Creosote-Problem. Ich glaube, das werde ich mal anfangen zu voiden. Ich habe mit Agricraft angefangen. Ich bin jetzt bis zu den Daisy Seeds gekommen. Hier habe ich ein Filling-Kabinett gemacht. Da seht ihr auch schon, was ich alles auf 1010 habe. Blue Orchid und so weiter. Da werde ich auch bald auf eine ziemlich interessante Pflanze gehen. Habe ich mir entschieden. Huhn? Nö. Dann habe ich mir hier ein Kürbisfeld gemacht. Warum mache ich ein Kürbisfeld mit 10, 10, 10 Seeds? Das ist ganz einfach. Hier, wir kriegen ja pro Pflanze 4 Kürbisse raus und die wachsen relativ schnell nach. So. Also nach dem Teil habe ich jetzt ein Stack und 12 Kürbisse. Habe ich mir hier eine kleine Dirtfabrik gemacht, weil 6 Kürbisse ergibt ein Dirt. Und das soll ich einfach mal durchlaufen. So, Essen habe ich jetzt auch wieder genug. Habe mir mal so ein Stack Melon Juice gemacht. Haben auch jede Menge Weizen, also ich könnte jetzt mal anfangen, die Tiere zu züchten. Zu ficken lassen. Ja, ja. Ich wollte mich aber erstmal jetzt darum kümmern. Wollte ich jetzt Oski nochmal hier ein ordentliches Haus hinbauen, mal schauen, irgendwie mal hier die Truhenwand wegkriegen. Und dann jetzt mal hier weitermachen mit El Technico. Hab hier noch einen zweiten Laser, also 4 Laser habe ich jetzt. Und ich habe 4 Machine Frames und ein Emerald Chipset gemacht. Ja, ich war wieder produktiv. Man glaubt es kaum. So. Was ich jetzt als erstes machen würde, ist einen Induction Smelter. So. Da brauchen wir einen Eimer, zwei Invar, Machine Frame, Redstone Reception Coil und Invar Gears. Ah, ich kann das einfach nicht. So, die Invar Gears habe ich hier schon vorbereitet. Ja, wechsle ich auch schon sofort aus, damit ich das nicht vergesse. Wobei, ich glaube, wir werden noch mehr Gears brauchen. Ich wollte nämlich noch einen Redstone Furnace bauen. Und eine Sawmill. So, was brauchen wir hier an Gears? Copper und von Redstone Furnace auch Copper. Also 16 Copper. So. Okay, also. Wir brauchen jetzt noch zwei Ingwer. Ein Eimer haben wir bei uns. Ein Gold brauchen wir noch und zwei Redstone. So, dann machen wir da schon mal den Induction. Ja, wenn ich jetzt nicht Maschinenfame vergessen hätte. So, den Induction Smelter und. Ah ja, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Redstone Reception Coil. Und dritter Versuch, Induction Smelter. Jawohl. Induction Smelter, Combining Stuff with Style. Und hier ist unsere Trophy. Oh. Hammer Trophy. Komm, die Trophäe tue ich jetzt mal hier rein. Ja, die werde ich auf jeden Fall jetzt auch noch ordentlich aufbauen, dann wenn wir unser Haus haben. Oh, wir haben zwei Trophäen. Ich freue mich. Hier hätte ich aber, glaube ich, noch, oder? Nein, dann waren die hier drin. Jawohl, Wirecoil und Wire Connector. So. Platzieren wir das mal hier hin. So, und eine Wire Coil. Und das lässt sich auf. Super. So, was machen wir noch? Was ich auch noch machen könnte. So, sorry für die Unterbrechung, da kam Le Vater mal kurz rein. So, hier habe ich schon mal vorbereitet. Hier Bricks und Dance We Find Iron Plates. Dann nehmen wir mal El-Tool-Stazione wird zu El-Tool-Forge. Jawohl, ja. Das heißt, wir können jetzt auch hier mal die dicken Waffen und Werkzeuge machen. Da werde ich mir auf jeden Fall das Stone-Lumber-Eck machen. So, wo war ich jetzt dran? Das hat mich komplett rausgebracht. Redstone-Furnace und Sawmill. So, Copper, das nehme ich dann auch schon mal mit raus. Die Bricks hier können wir jetzt nicht mehr verwerten. Für den Redstone Furnace. Da brauchen wir. Okay, wir brauchen
beide mal Nervous und Deception Call. Und eine Iron Egg. Okay, die wird normal hergestellt. Hat gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass das nicht so gut klappt. Ne, nicht so gut. Ja, ich glaube, den Bündspruch verkneife ich mir mal ganz kurz. So, die Copper Gears. Und ein Machine Train. Da nehmen wir gleich zwei mit. So. Machine Train. Einmal. Dann brauche ich. Komm, nehme ich einfach mal das hier Grit. Ne? Grit. Dann haben wir jetzt auch die Sticks für die Iron Axe. So, was fehlt uns jetzt noch? Zwei Woodlings, also machen wir nochmal so. Das kann auch mal kurz rein. Okay. Axt. Wood. So. Sommel. Super. Wieso mache ich einen Sommel? Naja, ich. Wieso höre ich hier einen Zombie? First Touch sein wir dahin ganz provisorisch. So, und jetzt muss ich jetzt mein Bildschirm wieder anmachen. So, jetzt können wir hier das Rubberwood oder das Rubberwood nehmen. Schmeißen das einmal kurz hier rein. Und wir bekommen Raw Rubber raus. Und halt jetzt auch mehr Planken, also das ist schon produktiv. Also das wird sich auf jeden Fall schon mal so anbieten mit dem Rubberwood. Oder generell mit Holz. So, was könnten wir denn noch machen? Ja, nee, ich gehe jetzt nicht unvorbereitet rein, keine Sorge. Zuerst einmal hier nehmen wir die Kohlkuck raus und wir bauen mal ganz kurz den Blastschutz ab. Den brauchen wir nämlich nicht mehr. Weil wir jetzt alles haben, was wir an Stahl brauchen. Und ich glaube, das wird auch jetzt bis zum Ende des Projekts. Ja, sorry, ist okay. Ich hätte schon gedacht. Nee, ich wollte den Blastfurnace, wollte ich. Da sind jetzt gerade nicht im Ernst zwei Bilds runtergefallen. Ja. Das ist nicht euer Ernst. Sorry Leute, daran habe ich nicht gedacht, dass da noch was unterfallen kann. Ich mache mal ganz kurz so, ne? Wieso passiert mir so etwas immer? So, dann. Und jetzt brauche ich nur noch. Andere, was uns gefehlt hat, war jetzt hat er gerade kein Bucket mehr. Boah, ich bin. Weißt du, da jetzt mal, du bist vorbereitet und dann das. Ja, die sind mal die Einfels. Ja, die sind echt weg. Oder sind die da drin rein, dass die da reingefallen sind? So, zwei, ja. Was ich dann schon mal machen kann. Boah, was denn kann? Die waren hier unten, ne? Jawohl. Wir haben jetzt hier 27 Refined Diamond Plates und 26 Blast Bricks. Machen wir mal Reinforced Blast Brick aus. Warum? Weil ich gerne einen Reinforced Blast schon bauen möchte. Wo ist denn der Unterschied zum normalen Blast Furnace? Ganz einfach. Der ist meiner Meinung nach etwas sehr produktiver.
weil der halt vordefinierte Outputs hat für Slack, Steel und so weiter. Ich dachte, ja komm, machen wir das jetzt mal. So. Ja gut. Hopper oben drauf. Der ist richtig wichtig, der Hopper oben. So, ist jetzt hier wieder alles zusammen. Dankeschön. Gib mir den Eier. So. Rein. So. Zwei. So. Drei. So. Lass die daraus mal stehen. Daran schmelzen. Mensch, das gibt nur anderthalb wieder? Wow. Ist ja richtig schlecht. So, was war das jetzt noch für ein Blast Break? Ja. Ich weiß noch TNT. Dann machen wir dann noch kurz hier Sand. Weil Gunpowder haben wir ja immer noch genug. Einzige, was ich momentan befürchte, was uns ein bisschen ausgehen könnte, ist halt, es wird Redstone wieder. Da muss ich eben schon wieder nachsehen. 7 und 7, was ergibt das? Feiner Sand. TNT. Sand. Und jetzt noch der Hardplay. Und dann haben wir den auch fertig. Vielleicht noch irgendwann noch einen zweiten. Den Engineer Sony noch mit. So, Reinforced Glass Brick. Und wir haben den Improved. So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, kommt hier das Select raus. Oben können wir jetzt eigentlich eine Truhe machen und das wird da auch rauskommen. Ja. Ja, hab ich. Dann können wir hier über den Kopf gucken drauf. So, machen wir mal ganz kurz mal den Pool. Machen wir hier 8 Eisen, die bieten sich so gerade an. So. Muss ich mal ganz genau anschauen. Was ich aber auf jeden Fall machen wollte, sind noch die Preheater. Preheater? So, dafür werden wir auf jeden Fall auch nochmal neue Kabel brauchen. Aber zuerst brauchen wir Sheet Metal Blocks, also 4 Iron Plates, 8. Ja, 8 Iron Plates. So, das kann man schon mal ganz kurz durchscheißen. Und wir brauchen Copper Wire Coil. Also 2, 4, 8, 12, 16, 20 Copper brauchen wir. Warum 20? Naja, weil wir auch noch welche brauchen, um das zu verbinden. Weil es würde es, die Preheater benötigen. Ne, kennst du Riff? Ist das, wo die Titanic damals reingeraten ist? Ich schau auch heute einen schlechten Namen anderen raus. Also tut mir leid schon mal Leute, dass ihr zuhören müsst, ne? Aber Schadensersatzforderung bitte nicht an mich, das geht bitte an meine wundervolle Assistentin Streetiger zu. So. Dann können wir schon mal die Fluid Pipes machen.
Grüne Pipes von Mörsdorf habe ich bis heute noch nicht verstanden. Und der letzte. Na, komm schon, ich glaube an dich. Jawohl. Sheet Metal Block. Oh, wir brauchen jetzt zwei. Machen wir erstmal dann nur einen. So, der. Jawohl, so. So kommt er dran. Und jetzt brauche ich irgendwas. Ist jetzt nicht die beste Idee, aber naja. Ich würde es einmal verbinden. Und der ist im Betrieb. Und wir bekommen jetzt doppelt so schnell Stahl. Sollte zumindest. Oder? Ja. Also offiziell soll sich jetzt die Stahlproduktion verdoppelt haben. Also vom Prozess her. Sieht mir aber nicht so gut schon noch aus. Oh, hier haben wir auch einen Fahrrad rausbekommen. Mal schmelzen. So, ich wollte jetzt aber auf jeden Fall mal schauen, weil ich wollte mal gucken, was eine Ore-Washing Plant uns kosten wird. Okay, Electric Mo. Boah. Das werde ich auf jeden Fall vorbereiten dann. Ja. Ja, dann fange ich jetzt aber schon mal so ein bisschen mit an. Weil, ach, weißt du was, die Folge geht ja jetzt eh nicht mehr so lange. Ich zeig mal ganz kurz, was ich vorhab. Ich wollte langsam mal anfangen, von IC2 den Nuklearreaktor aufzubauen. So, der Nuklearreaktor. Oh, da braucht man Advanced Circ. Da brauchen wir Signalum, okay. Das ist kein Thema, das ist kein Thema. Generator ist glaube ich, kein Thema. Nee, überhaupt nicht. Dense LED Plates, ja gut. Das ist alles kein Thema momentan. Weil das einzige Problem, was wir momentan nur noch haben, ist hier. Wir haben Crush Uranium oder Uranium. Das könnte man entweder schmelzen und sofort Uranium Ingots. Oder wie ich es machen möchte. Das wird jetzt erstmal gewaschen in der Ore-Washing gelernt. Und das Purified Crushed Uranium wird dann in die Thermal Centrifuge geschickt. So, da kriegen wir Uranium 238 und Uranium 235 und das zusammen wird enriched nuclear fuel und das kommt in die Canning Machine und wir bekommen den Fuel Rod. So, könnten wir jetzt auch weitermachen, aber mir geht es eher nur darum, dass wir langsam mal so in Richtung, naja, wir wollen uns hier unsere Welt auf und ich würde die gerne wieder verbessern. Naja. Nee, ich wollte das schon mal sagen, so ein bisschen anfangen mit IC2 wirklich Starkstrom zu generieren. Also nicht Starkstrom, sondern stark viel Strom. Ich glaube, ich mache es gar nicht besser von Erklärung. Ich möchte einfach langsam schon mal anfangen, große Mengen von Energie zu produzieren, weil ich so langsam, glaube ich, auch schon mal fortschreiten möchte, auf, da wir ziemlich viel Iridium später brauchen werden. Was ist das? Subdued Village? Ich will es gar nicht. So. Iridium, oder? Da brauchen wir Mox Nuclear Fuel und das ist Plutonium. Und Plutonium kriegen wir über Tiny Pile of Plutonium und Tiny Pile of Plutonium ist eine Fuel Rod Depleted Uranium, also so eine abgelaufene. Die fertig ist, bekommen wir eins raus. Und wir brauchen 9 für ein Plutonium, also 27 für ein Mox Nuclear Fuel und nochmal 27 für einmal Pellets of RTG Fuel. Und daraus haben wir dann ein Iridium machen. So, was wir soweit sind, dauert dann noch glaub ich, ein bisschen. Ich will aber nicht mal so langsam hinbewegen, weil Juliometer wird langsam echt mal Zeit.
Und dafür will ich dann halt so viel wie möglich hinkommen. Weil die Tiere muss ich auch nochmal separieren. Ja. Was ich jetzt aber auf jeden Fall aufs Spiel vorbereiten werde, ich werde anfangen mit den Redstone Seeds. Das ist aber World Galaxy, das ist doch Infinity Evolved. Ja. Es gibt auch von Agricraft gibt es die Redstone Dendron Seeds. Und die werden gemacht aus Red Tulip Seeds und Daisy Seeds. So, die Daisy Seeds habe ich ja schon. Nur noch die Red Tulip fehlen und dafür brauche ich Poppy und Allium. Poppy habe ich. Allium brauche ich noch. Das ist Poppy und Blue Orchid und Blue Orchid und Poppy. Poppy, Blue Orchid habe ich auch schon beides. Einzige, was dann halt noch... Weißt du was? Das können wir mal ganz schnell machen. Das machen wir jetzt mal ganz, ganz schnell. Moment. Weil wir machen uns jetzt mal ein Redstone-Ohr. Wie, fragt ihr euch, jetzt macht man hier in diesem Modpack ein Redstone-Erz? Man nehme einen Block of Redstone. Und man nehme einen Cleanstone. Und das Ganze kommt dann in den Induction-Smelter. Ein Stone, ein Block of Redstone. Oh Gott, ist ja lahmarschig. Ja, okay. Auf jeden Fall, das zusammen gibt dann einen Block auf... ein Redstone-Ohr. Und damit können wir dann die Redstone-Dendron-Seeds züchten. Redstone-Ohr. So, und das Gute ist, davon werde ich dann 9 Stück Feld machen, weil die kannst du auch auf 10-10-10 züchten. Das heißt, wir würden 4 Redstone pro Durchgang bekommen und naja, das lohnt sich schon mal. Also hier werde ich auf jeden Fall dann keine Probleme mehr haben mit Redstone. Vielleicht können wir dann noch mit Glowstone machen, Dias, Emeralds und einigen Erzen, aber soweit will ich noch nicht. Und ich glaube, das einzige, was uns ein bisschen mangeln könnte, ist momentan Gold, aber naja. Gut, ich würde dann jetzt aber erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei FeeZeeBeeZ Infinity Evolved Expert Bow Skyblock. Oh yeah. Ja, und ich glaube, bis nächstes Mal habe ich dann auch schon ein Haus und hier nochmal eine Erweiterung, weil ich werde mal Oski nochmal Machine Frames erstellen. Circa 6 Stück müssen das sein, ja. Und dann fangen wir mal an mit der, automatischen Erzgenerierung, weil ich hab's ja gleich noch keinen Bock mehr zu sieben. So, aber jetzt aber, bis dahin. Tschüss.